Es kommt auf das Umfeld davon und woran wir uns messen. Global gesehen, wenn 10 die positive Note ist, liegen wir bei 8. Wenn wir Europa mit dazu nehmen oder es im europäischen Kontext sehen, dann würde ich bei Österreich sagen 3 bis 4. Ich würde mir wünschen, wir bräuchten es nicht. Ich glaube, dass die Vergangenheit, die letzten Monate und letzten Jahre bewiesen haben, dass es diesen zivilgesellschaftlichen Input offensichtlich leider benötigt. Wir haben ja dazu auch eine Menükarte mit 72 ganz konkreten Vorschlägen gemacht. Die liegen am Tisch, die sind handwerklich leicht umsetzbar. Ich hoffe, dass es hilft. Wir haben es notwendig. Macht korrumpiert natürlich, beziehungsweise hat das Potenzial zu korrumpieren, heißt, man müsste sich eigentlich dessen gewahr sein. Das ist auch nichts Neues, das schreiben die größten Wissenschaftler, der Max Weber hat das schon geschrieben, dass man sich eigentlich, wenn man den Job annimmt, dessen klar sein müsste. Und nun braucht es halt auch die Kontrollinstanzen, wie ein Parlament, wie ein Rechnungshof, wie eine Bundesstaatsanwaltschaft.